Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute habe ich den Season 10 Gameplay Trailer für euch. Der geht ca. 2 Minuten, ist extrem geil, zeigt sehr eindrucksvoll die kompletten Map-Änderungen zu Season 10. Ich werde eine Analyse sehr klein halten. Ich stoppe mal kurz bei der neuen Waffe, bei der neuen Legende, beim Battle Pass Level 100 oder 110 Skin werde ich kurz stoppen und ansonsten zeige ich euch die Map-Änderungen im Detail auf der offiziellen EA-Seite. Man kann theoretisch auf der englischen Seite schon Seer anwählen, um die offizielle Seer-Beschreibung mit Abilities und so einzusehen, aber es kommt leider ein Error. Das heißt, ich muss das Video leider nachreichen, wenn es dann geht. Auf der deutschen ist es noch immer nicht sichtbar. Deswegen viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer, dann sehen wir uns auf der EA-Seite wieder. Bis dahin viel Spaß. We dared to dream of a world filled with love. Hold on, let me help you. But the earth crumbled beneath our feet and shattered into the stars above. The blaze will not cast us into despair. I gotcha. But inspire beauty. Wings unfurled. Never said your goodbyes. I'm gonna kill you today. Of slaughter left on Talos's bones, forgetting what happened when they last fed on us. Be right with you, dears. Coming in hot. I came to win. Bring the party. I will not waste it. The outcast, always watching. Now is our time to be seen. It's time to change the world. So, eine kleine Mini-Analyse, ganz kurz hier der Harvester, der jetzt inaktiv ist, kein Strahl, der irgendwelche Energie aus World's Edge rauszieht. Hier haben wir den Vault Skin aus dem Battle Pass, entweder die 100er Stufe oder die 110er Stufe, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Jetzt wird es richtig interessant, die Dragon LMG wird vorgestellt und man munkelte die ganze Zeit, wenn diese Waffe mit einer Thermitgranate geladen wird, dass man Brandmunition hat. Dem ist nicht so. Und zwar soll die Feuerrate erhöht werden. Und jetzt achtet hier mal genau drauf, was passiert, wenn die Tür sich schließt. Links. Man kann die Tür einfach mal mit einer geladenen Thermitgranate zerstören. Das finde ich auf jeden Fall eine extrem krasse Fertigkeit für diese Waffe. Dann haben wir drei neue Arena-Maps, das sollte auch klar sein, das ist die Kuppel auf World's Edge. Dann haben wir, wie heißt es, ich weiß jetzt den Spot, ich habe jetzt gerade den Spot-Namen leider nicht im Kopf. Und wir haben, das soll Hillside sein, war mir bis jetzt gänzlich unbekannt, weil dieser Spot wird, glaube ich, gar nicht betitelt. Das ist zwischen dem Bunker und der Luftwaffenbasis. Und natürlich die neue Legende. Hier wird wirklich nur eine Fähigkeit richtig gezeigt. Und das ist eine ultimative Fähigkeit, die sehr, sehr interessant sein könnte.
Und vor allem, die Gegner werden zwar gespottet und durch Wände sehen wir nur die Fußabdrücke. Hier sehen wir es, direkt hier in der Mitte. Das sieht extrem geil aus und dann kann man auch gut hier verfolgen durch diese Steps, die hier dargestellt werden. Jetzt springt er hier runter und weiß ganz genau, dass hier der Gegner ist. Das sieht schon auf jeden Fall ultra, ultra krass aus. Okay, weiter geht's auf der offiziellen EA-Seite. Vorher möchte ich euch aber noch zeigen, dass wir das hier theoretisch anklicken können, also die offizielle Legendenbeschreibung der neuen Legende mit Name und hast du nicht gesehen überhaupt. Aber dass hier gerade leider ein Error kommt, ich versuche das nachzureichen, sobald diese Seite wieder aktiv ist. Das muss ich jetzt leider aus diesem Video hier rauslassen. Wir haben hier das Epizentrum bzw. die Raffinerie, sah so aus, wird jetzt so aussehen und auch hier von der Seite sieht man ganz gut diesen Riss in der Erde, wo jetzt Lava durchfließt, der sich ein Stück weit verlängert hat vom Harvester aus, finde ich extrem krass und gerade hier in dieser Vogelperspektive sieht man es sehr eindrucksvoll, wie heftig der Spot sich geändert hat. Also es ist wirklich ein Riesenbereich, der da abgedeckt wird, der komplett neu aussieht. Ich bin ja auch sehr, sehr gerne gelandet, deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet, denn wir kommen nämlich jetzt hier, mal abgesehen von den Cable Cars, die sind nämlich auch neu, die fahren sogar, habt ihr im Trailer gesehen, wo es hier mit einer Kraber eine Legende aus diesem Cable Car rausgeschossen hat. Das sah sehr geil aus. Und hier, wie gesagt, mit einem weinenden Auge. Das muss ich leider sagen, mein absoluter Favorite Spot. Schreibt es mal in die Kommentare. Welcher Spot ist jetzt nicht mehr so, wie er mal war und wurde jetzt durch die Season 10 Änderungen komplett, ich sag mal, vernichtet oder komplett vielleicht zerstört, beziehungsweise so verändert, dass es vielleicht nicht mehr dasselbe ist. Und das empfinde ich hier definitiv. Die Sortierfabrik, da bin ich am liebsten gelandet. Ist wahrscheinlich auch die krasseste Änderung allgemein in Season 10, was die Map betrifft. Es sieht geil aus, keine Frage. Ultra nice. Aber ob das jetzt so geil ist, naja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Aber ich weiß ja nur mittlerweile, dass Veränderungen auf jeden Fall nicht schlecht sind und das auch ein bisschen dazugehört. Hier bin ich sehr gespannt, denn Zugdepot ist klar, war eigentlich auch ein interessanter Ort, auch wenn der sehr, sehr stressig ist. Sieht jetzt so aus, ist jetzt eine Map-Änderung, die ich überhaupt nicht so feiere, weil es sieht nicht sehr spannend aus. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, auch wenn wir hier noch diesen Banner sehen, kann man trotzdem diesen Tunnel benutzen, wo der Tresor ist oder ob der vielleicht so ein Stück weit verschüttet ist. Oder kommt man hier hinten noch durch diesen Tunnel durch? Ich denke natürlich schon. Aber könnte ja sein, dass hier vielleicht ein paar Hindernisse im Weg sind, dass man das nachher alles nicht mehr so benutzen kann. Also zumindest das mit dem Tresor, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der nachher im Endeffekt noch sein wird. Was ich auch sehr geil finde. Aktuell Season 10. Als würde es drei verschiedene Naturschauspieler auf einmal am Himmel geben. Finde ich optisch extrem interessant. Dann haben wir noch ein paar neue Map-Rotationen, die jetzt hier reinkommen. Denn in diesen Felsen wurde eine Schneise gezogen, da kann man jetzt durchlaufen, um die Rotation ein bisschen interessanter zu gestalten. Und auch hier in diesem Fels kompletten Tunnel durchgezogen. Und hier könnte ich mir nämlich vorstellen, dass hier vielleicht ein neuer Tresor entstanden ist, falls vielleicht der am Zugdepot verschwunden ist. Lassen wir uns mal überraschen. So ganz genau ist das jetzt natürlich noch nicht bekannt. Ja, Ladies and Gentlemen, das sind alle Änderungen, die aktuell für Season 10 bekannt sind. Demnächst dürfte es auch das Patch-Note-Video geben. Ich weiß noch nicht, wann die veröffentlicht werden. Ich werde es auf jeden Fall demnächst dann nachreichen, sobald die aktiv sind bzw. veröffentlicht wurden. Auf die Patch-Notes bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Buffs, Nerfs, Veränderungen, Legenden, Waffen und so weiter. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das soll es von mir gewesen sein. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends natürlich nichts verpassen wollt, das war es jetzt von mir. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.